Viele Kinder in der Schweiz wachsen bei alkoholabhängigen Eltern auf. Aber absolute Abstinenz muss nicht sein, Eltern könnten ihren Kindern den Genuss von Alkohol vorleben. Alkohol bei Eltern dürfen Eltern trinken. Alkohol zum Essen oder Aperitif ist okay. Sabi ist mit einem alkoholkranken Vater aufgewachsen. Im Video erzählt sie, wie sie damit umgegangen ist. 20 Minen sind darum, geht es Schätzungen zufolge, wachsen in der Schweiz 100.000 Kinder bei suchtkranken Eltern auf. Eine absolute Abstinenz seitens der Eltern ist nicht erforderlich. Alkoholkonsum vor den Kindern beim Apero oder Essen ist kein Problem. Wenn die Kinder dann bei einer Bezugsperson in sicheren Händen sind, spricht nichts mehr gegen ein Glas. Wenn Eltern zu viel Alkohol konsumieren, kann es fatale Folgen für die Zukunft ihrer Kinder haben. Geschätzt 100.000 Kinder wachsen in der Schweiz in einem Haushalt auf, der stark mit Alkohol oder anderen Substanzen belastet ist, sagt Markus Moiri von Sucht Schweiz zu 20 Minuten. Wo ist die Grenze? Ist es in Ordnung und verantwortungsvoll, betrunken zu sein und zu babysitten? Alkoholkonsum zu den Mahlzeiten ist kein Problem. Nadine Checknet ist Gründerin und Inhaberin der Plattform Mamas Unplugged. Sie möchte Wissen und Erkenntnisse über das Muttersein teilen. Regelmäßiger und übermäßiger Alkoholkonsum sollte nicht bagatellisiert werden, sagt Checknet. Als Eltern ist ihr und ihrem Team ein bewusster und authentischer Umgang mit Alkohol wichtig. Wir finden es kein Problem, im Beisein der Kinder zum Essen oder Apero Alkohol zu trinken, sagt sie. Aber sie würden nicht wollen, dass Kinder sie betrunken sehen. Einige aus der Redaktion von Checknet stellten auch fest, dass sich nahe Verwandte unter Alkoholeinfluss anders verhielten, was ihnen als Kinder unangenehm war. Es war ein Grund, warum sie mehrere Jahre nicht getrunken hätten, solange sie die Verantwortung für die Kinder nicht abgeben könnten, sagt Checknet. Kesha kann Massnahmen ergreifen, die Anlaufstellen für Kinder- und Erwachsenenschutz. Kesha berät Menschen, die von einer Kinder- oder Erwachsenenschutzmassnahme betroffen sind. Laut Berater Bruno Rölli wird die KESB in der Regel über eine Risikomeldung auf Probleme wie Kinder alkoholkranker Eltern aufmerksam gemacht. Diese Nachricht kann im Prinzip von jedem kommen. Aufgrund des Gesetzes ist die KESB dann verpflichtet, den Sachverhalt aufzuklären. Zudem müssen Betroffene gehört werden. Die Folgemassnahmen würden sich nach dem Ausmaß des Risikos richten, das die Untersuchungen ergeben hätten. Im schlimmsten Fall könnte den Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen und das Kind in einer Fremdunterkunft untergebracht werden. Allerdings muss die Gefahr für das Kind so hoch sein, dass eine Stellvertretung nicht ausreicht und eine weitere Beobachtungs- oder Abklärungsfrist die Gefahr, in der sich das Kind befindet, nicht ausreichend abwendet, so Rölli. Reflexion und Disziplin, es ist auch wichtig zu fragen, warum sie Alkohol trinken. Zum Vergnügen. Um Stress abzubauen. Um nicht als Aussenseiter zu gelten. Barbara, die ebenfalls Teil des Mamas Unplugged Teams ist, sagt, dass diese in ihrer Beziehung schon oft ein Thema gewesen. Wir trinken gerne Wein und haben sie in den letzten Wochen mehrfach gemacht, auch unter der Woche, aber wenn es darum ging, Stress abzubauen, keinen Spass mehr zu haben, dann hat sie als Paar eine Strategie entwickelt. Das Paar reflektiert und ist sich des Trends bewusst und verzichtet deshalb bewusst darauf, eine Flasche zu öffnen oder auszutrinken, auch wenn ihnen danach ist. Es braucht ein Gefühl für den eigenen Körper, Fähigkeit zur Reflexion und dann die Disziplin, Mengen zu reduzieren, wenn man merkt, dass es zu viel wird, fasst Barbara zusammen. Eltern geben ihren Kindern ein Beispiel, an dem sie sich erfreuen können. Die Alkoholproblematik ist auch im Elternnotruf bekannt, moderater Konsum ist aber völlig in Ordnung. Eltern sind ihren Kindern ein Vorbild, prägen ihr Erleben und Gestalten von Genuss. Dazu gehört auch der Umgang mit Alkohol, sagen Martina Schmidt-Matthias Gösel, Berater des Elternnotrufs. Es ist eine wichtige Aufgabe für Eltern, für ihre Kinder da zu sein. Es geht nicht, wenn man betrunken ist, sagt Schmidt. Solange die Kinder bei Bezugspersonen sicher sind, spricht nichts gegen ein Glas. Gehst du immer noch aus, obwohl du Kinder hast? Ja, sehr regelmäßig.
Ja, ein paar Mal im Jahr. Eher selten. Nein, seit ich Kinder habe, gehe ich gar nicht mehr aus. Nein, ich bin nicht viel ausgegangen, bevor ich Kinder hatte. Ich habe keine Kinder.